Herzlich willkommen aus dem Jesushaus in Andernach. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht bist du auf den YouTube-Kanal vom Jesushaus gegangen oder über die Website. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sonntagspredigt zu finden. Wir vom Jesushaus, wir werden jetzt jede Woche, jeden Sonntag wirst du eine Predigt finden. Und unser Herz ist es, Menschen mit Jesus zu verbinden. Wir wollen von unserem Gott erzählen, von unserem wunderbaren Gott, der Liebe ist und der Gnade hat für uns Menschen. Ich weiß nicht, wo du dich im Moment befindest, wie du dich im Moment fühlst, was gerade in deinem Leben los ist. Vielleicht ist es so, dass du auf der Suche bist, dass du von Gott vielleicht schon mal gehört hast und dass du vielleicht näher zu Gott kommen willst, dass du vielleicht mehr hören willst. Ich sagte, hier bist du genau richtig, bleib dran. Vielleicht hast du schon mal Gott erlebt, vielleicht warst du schon mal auf dem Weg mit Gott und dann kamen bestimmte Dinge in dein Leben hinein, die dich vielleicht zweifeln gelassen haben und dann bist du wieder zurück in dein altes Leben gegangen. Schön, dass du dabei bist, bleib dran. Und vielleicht ist es auch so, dass du schon länger mit Jesus gehst oder einfach ja, Gott schon kennengelernt hast, aber dass verschiedene Dinge in deinem Leben, dass vielleicht Reichtum oder die ganzen Verführungen, die das Leben so mit sich bringt, dich wieder ins alte Leben zurückgeführt haben. Schön, dass du dabei bist. Hier bekommst du Nahrung. Wir wollen, wie gesagt, Menschen mit Jesus verbinden. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ein junger Mann, der vielleicht gerade angefangen hat zu arbeiten, der sein erstes Geld bekommen hat, hat sich seinen Lebenstraum oder seinen ersten Traum, was er unbedingt mal machen wollte, wollte sich erfüllen und hat Geld für ein Ticket bezahlt und er wollte dann auf Reise gehen, also durch Europa reisen. Und dieses Ticket war sehr teuer und er hatte fast sein ganzes Geld dafür bezahlen müssen. Und so ist er 3-4 Wochen durch ganz Europa gereist und für das tägliche Essen und Trinken war nicht mehr so viel da. Da musste er wirklich jeden Tag schauen, wie er über den Tag kommt, wie er mit wenig Geld Nahrung bekommt und Essen zu trinken bekommt. Und das hat er dann 4 Wochen gemacht und als dann der Tag kam, wo er nach Hause reisen musste, hat er sich gesagt, okay, jetzt gehe ich mal hin, ich habe jetzt kein Geld mehr, aber ich werde mich jetzt trotzdem in ein Restaurant setzen, ich werde jetzt mal richtig gut essen und wenn der Kellner kommt und ich die Rechnung bezahlen muss, dann werde ich ihm anbieten, dass ich dafür arbeiten kann und ich denke mal, dass das dann auch geht. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat sich in ein Restaurant gesetzt, hat richtig gut gegessen und als der Kellner dann den Tisch abgedeckt hat, anfing den Tisch abzudecken, dann wollte er ihm schon sagen, dass er für das Geld aufkommt, dass er arbeiten will. Und der Kellner sagte, nein, 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 das ist nicht nötig. Sie haben ja hier so ein Ticket, das ist alles im Preis einbegriffen. Essen und Trinken ist im Preis eingegriffen. Sie können sich vorstellen, wie der junge Mann geschaut hat. 3-4 Wochen hat er praktisch von der Hand in den Mund gelebt und dann war alles in diesem Ticket, was er schon erworben hat, inbegriffen. Hätte er doch nur richtig gelesen, was in diesem Ticket ist. Und genauso kann man es übertragen auf dieses Buch, auf die Bibel. Hier in der Bibel steht Gottes Geschichte drin mit dem Menschen. Es steht drin, wie er den Menschen geschaffen hat. Es steht drin, wie er sich ein Volk ausgewählt hat, das Volk Israel. Und es steht drin, wie er letztendlich eine Lösung herbeigeschafft hat für das größte Problem, was der Mensch hat. Aber dazu komme ich später noch. Und
Es ist genau wie der junge Mann, der nicht gelesen hat, was alles in dem Ticket inbegriffen ist und so im Grunde genommen an den guten Dingen in den 4 Wochen vorbeigegangen ist. So gehen viele Menschen einfach vorbei, weil sie nicht in der Bibel lesen, weil sie sich nicht damit beschäftigen, was Gott zu sagen hat oder wer Gott ist. Und wenn wir das tun, dann ist das ein erster Schritt, um Gott kennenzulernen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich habe das gelesen, aber ich habe nicht so viel verstanden. Und wer sagt mir denn überhaupt, ob das richtig ist, was hier steht? Kann ich dem überhaupt glauben? Und es gibt einen Vers in der Bibel, da heißt es im Römerbrief, der Glaube kommt durch das Hören des Evangeliums. Das heißt, ich muss das Evangelium hören, um zum Glauben zu kommen. Ich muss mich damit beschäftigen. Das heißt, ich kann nicht an diesem Buch vorbeigehen, das ist Gottes Wort, und ich kann auch nicht daran vorbeigehen, dass Gott einfach existiert und dass er in mein Leben hineinkommen will. Wie ist denn jetzt nun dieser Gott? Wie kann ich mir ihn denn vorstellen? Was liegt auf seinem Herzen? Das kann ich alles in der Bibel finden, aber um zum Beispiel einen Menschen näher kennenzulernen oder zu verstehen, was in ihm vorgeht, wo seine Motive sind, was in seinem Herzen ist, warum er so oder so handelt, da muss ich ihn echt kennenlernen. Und genauso ist es mit Gott. Ich muss Gott richtig kennenlernen, ich muss mich auf die Suche machen und ich muss mich einfach bitten, dass er sich mir zeigt. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, Gott lässt sich finden. In der Bibel steht, wo Gott, im Propheten Jeremia, wo Gott sagt, wer mich mit ehrlichem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Also wenn du auf der Suche bist nach Gott, dann kannst du glauben, dass er sich finden lässt. Und wir werden nachher noch darauf kommen, er wartet auf dich. Es ist nicht nur so, dass er sich finden lässt, sondern sein Herz wartet auf dich. Und er ist in Aktion getreten, damit wir überhaupt zu ihm kommen können. Stell dir mal Folgendes vor. Du willst einen Freund besuchen, klingelst an der Haustür. Du siehst, wie dein Freund ganz schnell zur Tür rennt, die Tür aufmacht und dann aber direkt wieder zurückrennt und noch schreit, komm schon mal rein, ich muss gerade noch schnell was erledigen. Und du siehst ihn gerade noch, wie er in die Küche hineinrennt und du gehst in die Wohnung rein und dann hörst du einfach solche Worte wie, pass auf, nein, geh nicht, das ist viel zu gefährlich, lass es sein, geh weg davon, geh weg. Entschuldigung. Und du fragst dich schon, ja, was ist das, was kann das sein? Und du gehst in die Küche rein und du siehst deinen Freund, wie er vor dem Ausfluss, also bei der Spüle vor dem Ausfluss hängt und dann immer noch diese Worte, pass auf, nicht da rein, das ist viel zu gefährlich, was? Und du denkst, was machst du denn da? Ja, ich will die Ameisen retten. Wie? Ich will die Ameisen retten. Ja, ich will die Ameisen retten, damit sie nicht hier in diesen Abfluss geraten und dann sterben. Ja, aber verstehen dich die Ameisen? Ja. Ja, du musst, wenn die Ameisen dich verstehen wollen, dann musst du ihre Sprache sprechen. Also du musst zumindest mal, was weiß ich, ameisig reden. Ja. Aber selbst wenn du ameisig redest, glaube ich nicht, dass sie dich verstehen werden, weil schau dich mal an, wie groß du bist,
riesengroß. Und schau das mal im Vergleich zur Ameise an. Die werden ja wegrennen. Die werden Angst haben, wenn du redest. Ja, aber ich will die Ameisen retten. Was soll ich denn tun? Ja, dann wirst du sagen, du musst selber eine Ameise werden, damit die Ameisen dich verstehen. Und das ist, wenn auch Bilder manchmal hinken im Vergleich, wenn wir den Vergleich von Gott zu uns Menschen nehmen und jetzt hier den Vergleich zwischen dem Menschen und der Ameise. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein gutes Bild ist, was zeigt, wo einmal der Unterschied liegt und dann, wo ich dir sagen kann, Gott ist diese Ameise geworden. Gott wurde Mensch für uns. Gott hat seinen Sohn gesandt, der in Gestalt eines Menschens und mit allem, was ein Mensch betrifft, auf die Erde gekommen ist. Er wurde geboren, er wurde gezeugt, nicht wie wir Menschen, sondern durch den Heiligen Geist. Und manche werden vielleicht sagen, ja, das kann ich nicht glauben, aber nimm einfach die Sache hin, dass Gott, der Schöpfer der ganzen Welt, dass er alles machen kann und dass er alles zeugen kann und dass er auch in Maria das zeugen konnte, das Göttliche zeugen konnte, so wie Jesus dann geboren ist, so wie wir es von Weihnachten kennen, dass Jesus geboren ist. Gott ist diese Ameise geworden, damit wir Menschen ihn verstehen. Es war sozusagen die Aufgabe von Jesus, und Jesus hat es oft betont, dass er den Vater offenbart. Er hat oft betont, wenn ihr schon nicht glaubt, das, was ich sage, dann glaubt den Werken, die ich tue. Also Gott hat alles auf sich genommen, ist selber Mensch geworden, damit da wieder eine Verbindung bestehen kann zwischen Gott und den Menschen. Und wir wissen es vielleicht, Gott hat uns Menschen geschaffen nach seinem Abbild, seinem Wesen, ähnlich. Und Adam und Eva und setzte den Menschen ins Paradies und gab ihm dann auch den Auftrag, die Erde zu bebauen und so weiter. Und durch die Sünde kam aber eine Trennung. Das heißt, der Mensch wurde verführt durch die Schlange, durch den Teufel, der dem Menschen vorgehalten hat, einen Mangel praktisch einreden wollte, dass Gott dem Menschen was vorenthält. Also das, und Gott hatte eigentlich nur gesagt, ihr könnt von allen Bäumen des Gartens essen, aber nicht von dem Baum des Guten und Bösen. Und genau da hinein hat der Teufel reingesprochen, dass Gott was vorenthält, dass wir Menschen nicht nach Gut und Böse den Maßstab setzen können. Und durch diese Trennung musste Gott den Menschen aus dem Paradies verbannen. Aber Gott hatte eine Lösung. Gott wurde selber zur Ameise. Ich möchte dir ganz kurz zwei Begebenheiten aus dem Leben von Jesus auf der Erde mitteilen, wo du einfach sehen kannst, wie Gott ist, wie sein Herz ist, wie er den Menschen begegnet und was auch eine Hilfe für dich sein kann, wie du Gott sehen kannst, wie sein Herz ist.
Also da, wo Jesus war, war immer was los. Und an einem Tag ging Jesus mit seinen Jüngern und einer Volksmenge, die ihm folgten und die ihm drängten. Also Jesus war irgendwo in der Mitte und die ganze Volksmenge hat ihn gedrängt. Und eine Frau, die krank war, die einen ständigen Blutfluss hatte, und die Bibel schreibt davon, dass sie alle Ärzte aufgesucht hat und dass nichts geholfen hat, und sie hat gehört, dass Jesus in der Stadt ist. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Frau mit dieser Krankheit war von der Gesellschaft ausgestoßen, also sie durfte sich nicht irgendwo unter Menschen begegnen, weil die Menschen haben direkt geschrien, unrein, unrein, und dann war praktisch die Trennung da. Jeder hat sich abgewandt. Aber diese Frau hat gehört, dass Jesus kommt, und diese Frau hatte den Glauben, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt werden. Ich denke mir, dass sie von Jesus gehört hat vorher. Ich denke mir, dass sie gehört hat, wie Jesus Menschen geheilt hat, und dass da in ihrem Innern ein Glauben entstanden ist, ja, das ist meine Rettung, könnte das auch für mich Heilung sein. Und so ging sie unbemerkt, schleicht sie sich an Jesus ran und berührt sein Kleid. Und Jesus spürt das sofort und sagt, wer hat mich berührt? Weil Jesus hat gespürt, da ist Kraft von ihm weggegangen. Das heißt, die Frau hat direkt gespürt, sie war direkt gesund. Der Blutfluss hat direkt gestoppt. Direkte Heilung. Und Petrus sagt noch zu Jesus, ja, warum fragst du, wer dich hier berührt hat? Du wirst ja ständig berührt von allen hier. Aber es war eine Berührung im Glauben. Und wir können uns jetzt wirklich kurz Zeit nehmen, und ich werde beten. Und wenn du eine Krankheit hast, wenn du schon lange mit Dingen kämpfst und bei vielen Ärzten gewesen bist und es ist keine Heilung geworden, so kannst du jetzt während des Gebets deine Hand auf die Stelle legen, die dein Problem darstellt. Und genauso wie die Frau im Glauben wollen wir jetzt Jesus berühren. Und ich glaube, dass Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes, da wo du auch bist, wo du jetzt zuhörst, dass Gott dich heilen kann. Herr, ich danke dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus, und du bist von der Frau berührt worden, im Glauben. Und ich danke dir, Herr, dass deine Kraft heute noch da ist, zu heilen. Und ich bitte dich, Herr, da, wo die Menschen jetzt im Glauben zu dir kommen und im Glauben dich bitten, Herr, dass du Heilung schenkst, Herr, dass du deine heilende Hand ausstreckst. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wehst und dass du kommst und dass Heilung geschieht. Ich danke dir. Amen. Im gleichen Moment, an dem gleichen Tag, machte sich ein Vater auf, die Bibel schreibt, dass er ein Vorsteher der Synagoge gewesen ist, ein Oberster der Synagoge. Und der hatte auch gehört, Jesus kommt in die Stadt, und er macht sich sofort auf, weil seine Tochter im Sterben lag. Und das war nicht 11:55, das war schon 11:55, aber er ging zu Jesus, schnellstmöglich wollte er zu Jesus und Jesus bitten, dass Jesus doch zu der Tochter, zu ihm nach Hause kommt. Und als er auf dem Weg dahin war, sieht er die große Volksmenge, und die wurde ja noch gestoppt durch die Frau, und er kam gar nicht so richtig durch zu Jesus. Und als er dann bei Jesus war, kamen schon Angestellte aus seinem Haus und sagten, du musst den Meister nicht bemühen, deine Tochter ist gestorben. Und Jesus hörte das,
Und er sagte, die gnadenvolle Worte von Gott: Fürchte dich nicht, glaube nur, deine Tochter wird leben. Und dann ging er mit drei seiner Jüngern in das Haus. Dort war schon die Totenklage, die Menschen und Verwandten und die Bekannten klagten schon und schrien und weinten über den Tod des Mädchens. Und Jesus sagte: Weint nicht, sie schläft nur. Und die Bibel schreibt dann, sie lachten ihn aus. Das finde ich sehr krass. Sie weinten zuerst und als Jesus was gesagt hat, lachten sie ihn aus. Aber Jesus hat sich darum nicht gekümmert, sondern ging in das Zimmer, wo das Mädchen gelegen hat, ging zu dem Mädchen und sagte: Tabitha, so hieß das Mädchen, steh auf. Und sofort stand das Mädchen auf. Und dann sagte Jesus noch: Gib dem Mädchen zu essen. Also direkt noch einen Tipp, wie die Versorgung des Mädchens jetzt wichtig ist, für die Versorgung des Mädchens. Das sind zwei Begebenheiten von hunderten Begebenheiten, die Evangelien beschreiben, wo Gott Menschen begegnet, wo Gott im Namen von Jesus, des Sohnes Gottes, Menschen begegnet. Jesus hat die Liebe Gottes offenbart. Und Gott wartet auf dich. Er hat sich aufgemacht vom Himmel. Und das ist für unseren Verstand nicht so leicht zu verstehen. Und im Grunde genommen ist es gar nicht zu verstehen, dass Gott Mensch wird. Das ist genauso wie gesagt, wenn du dir vorstellen würdest, du würdest eine Ameise werden. So ist es, dass Gott Mensch geworden ist. Du kannst es nicht verstehen, aber du kannst es im Glauben fassen. Und es ist aufgeschrieben in der Bibel, das alles, was Jesus gesagt hat und was er getan hat und wie er den Vater offenbart hat. Paulus, der Apostel, schreibt im Philipperbrief beschreibt das, was Gott gemacht hat. Im Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Denn ihr, also wir Menschen, sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach wie ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das Kreuz war das Ziel von Jesus. Das Ziel war nicht das, was er alles gesagt hatte. Das Ziel war auch nicht, was er alles gemacht hat, sondern das Ziel war, dich und mich zum Vater zurückzubringen. Das heißt, diese Schuld, die uns allen, da ist keiner ausgenommen. Jeder Mensch hat Schuld vor Gott. Gott ist heilig und wir Menschen sind Sünder. Und Jesus hat unsere Schuld getragen, damit dieser Weg zum Vater wieder frei ist. Wie es hier heißt, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Der schändlichste Tod, den man sich nur vorstellen kann, der grausamste Tod, den man sich nur vorstellen kann. Und Gott hat das getan, Jesus hat das getan für dich und für mich. Und lasst mich noch eine Sache weitergeben, die Jesus erzählt hat, und die vielleicht noch mehr Licht hineinbringt in das Herz des Vaters, also in das Herz von Gott.
Jesus erzählt die Geschichte von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Und der eine Sohn kam zum Vater und sagt, gib mir die Hälfte, also gib mir den Erbteil, der mir zusteht. Ich möchte weg hier. Ich möchte das wirkliche Leben genießen. Ich möchte raus hier von zu Hause. Und der Vater tut es und nach wenigen Tagen geht der Sohn raus. Und er kommt in ein fremdes Land und lebt in Saus und Braus, wie es so schön heißt, in Anführungszeichen. Und er hatte viele Freunde, die immer bei ihm waren. Er hat sie ausgehalten und er hat sein ganzes Geld damit verprasst. Und als er dann kein Geld mehr hatte, kam eine Hungersnot über jenes Land. Und keiner hat sich dann um ihn gekümmert, sondern er hat sich an einen Bauern gewandt und hat ihn gebeten, dass er die Schweine hüten kann, damit er was zu essen bekommt. Und er hat sich echt danach gesehnt, das zu essen, was die Schweine gegessen haben. Und selbst davon hat er nichts bekommen. Und dann, spätestens dann, kam er wirklich ins Nachdenken und dachte darüber nach, wie gut er es bei seinem Vater gehabt hat, dachte darüber nach, dass selbst die Knechte da voll versorgt sind, dass sie immer genug haben. Und er dachte, ich gehe zurück zu meinem Vater, ich will Knecht sein und will ihm arbeiten und dann weiß ich, dass ich genug habe, dass ich überleben kann. Und der Sohn macht sich auf die lange Reise zurück und Jesus erzählt, wie der Vater ihn von Weitem sieht. Der Vater hat sich jeden Tag ausgestreckt, hat jeden Tag geschaut, ob der Sohn zurückkommt. Er hat sich danach gesehnt, dass der Sohn wieder zurückkommt. Das ist das Herz Gottes. Gott sehnt sich danach, dass wir zu ihm zurückkommen, dass wir zu ihm kommen. Und als der Sohn zum Vater zurückgekommen ist, wollte er ihm erzählen und er hat begonnen, Vater, ich möchte dein Knecht sein, ich kann nicht mehr dein Sohn sein, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel, vor Gott. Und der Vater hat ihn praktisch gar nicht ausreden lassen, sondern hat direkt gesagt, komm mein Sohn, komm erstmal, er hat ihn erstmal umarmt und hat sich total, total gefreut. Man kann sich vorstellen, wie der Sohn gestunken hat, aber er hat ihn umarmt und sagt, sei willkommen, komm zu Hause. Und wir lesen das in Lukas 15, wie der Vater den Sohn begrüßt. Der Vater sagt zu seinen Knechten, bringt das beste Gewand herbei und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Vater wartet auf dich. Und das ist sein Herz. Gottes Herz schlägt für uns Menschen. Gott hat alles getan, damit wir Menschen wieder zu ihm kommen können, durch Jesus, durch das, was er am Kreuz getan hat. Und ich frage dich, möchtest du in die Arme des Vaters zurücklaufen? Erkennst du vielleicht auch, dass dein Leben nicht nach dem gewesen ist, was Gott gefallen könnte.
oder dass du alles Mögliche versucht hast in deinem Leben, so wie der Sohn, dass du rausgegangen bist, dass du fröhlich warst, dass du Alkohol getrunken hast und alles Mögliche getan hast, aber dass du immer wieder spürst, dass das dich nicht auf Dauer glücklich machen kann, dass es nicht auf Dauer Bestand hat und dass da immer ein leeres Herz zurückbleibt. Und Gott möchte dieses Herz füllen mit seiner Liebe. Und egal, was du getan hast, du kannst jetzt zurückkommen. Glaube nicht, dass du nicht zurückkommen kannst. Glaube nicht, dass Gott dir nicht vergeben kann. Gott vergibt dir deine Sünden. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und ich möchte jetzt beten. Und wenn du willst, kannst du zu Hause mitbeten. Einfach dieses Gebet, dass du zurückkommst zu Gott. Dass Gott sich von dir finden lässt. Dass du Gott beim Wort nimmst, das, was er sagt. Und ich werde beten und du kannst es einfach nachbeten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Liebe, die du in Jesus gezeigt hast. Ich danke dir, dass du mir dein Herz offenbart hast. Danke, dass du mich liebst, Herr. Ich bitte dich, Herr, vergib mir meine Sünden. Ich danke dir, Jesus, dass du meine Sünden am Kreuz getragen hast. Ich möchte dich bitten, in mein Herz einladen, dass du der Herr meines Lebens wirst. Hier bin ich, Herr. Und du sagst in deinem Wort, wer mich mit ehrlichem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Hier bin ich, Herr. Nimm mich. Danke, Jesus. Amen. Wenn du was erlebt hast, dann lass es uns wissen. Dann, als ich das vor 22 Jahren gebetet habe, genauso wie jetzt, wie wir jetzt hier gebetet haben, dann hat sich mein Leben wirklich total verändert. Ich bin mit diesem Gott in Berührung gekommen, in Beziehung gekommen. Und das wünsche ich dir auch, das wünschen wir dir auch, dass du mit diesem Gott in Berührung gekommen bist. Und wenn du jetzt was erlebt hast, lass es uns wissen und kontaktiere uns über unsere Webseite. Wir freuen uns, wenn wir von dir hören. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und schaltet wieder ein, wenn nächsten Sonntag die nächste Predigt aus dem Herzen Gottes kommt. Amen.